Hallo meine Schmuckis und herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute, und zwar wieder ein Kartenvideo. Ich habe mir diese lustige Kartenform vorgenommen, die halt so einen hübschen Mechanismus hat, relativ einfach und simpel. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für die Karte habe ich mir schon alles zurechtgelegt, was ich brauche. Ein paar Halbperlen. Den Kartenrohling, der hier ist 15,25 mal 14,5. Meiner ist jetzt hier ein Tucken kurzer, weil ich mich verschnitten habe, aber ist nicht weiter tragisch. Das hier ist dann das Designpapier hierfür. Das ist 4,75 mal 14 und das hier ist 10 mal 14. Den Kartenrolling habe ich mir schon gefalzt bei 10,5, das normale Maß. Und dann habe ich mir hier noch Deko zurechtgelegt, aber ich klebe erstmal das Designpapier auf und dann gehen wir zum Deko-Kram über. Das ist eine Hochzeitskarte, wird, bin ich etwas auf das herzige Thema gegangen. Das war noch so ein Stück von dem Paperpack, was ich übrig hatte. Deswegen habe ich hier auch Deko-Herze. Man kann das genauso gut mit eckig, quadratisch, rund machen, wie man möchte. Da ist man ja frei in der Gestaltung, die man hat. So. Wäre das Grundelement schon einmal fertig. Dann haben wir nämlich hier unsere Herzen. Die müssen auch noch aufgeklebt werden. Ich habe mir Herzen rausgesucht, die einigermaßen auf die Breite der Karte passen. Da müsst ihr gucken, was ihr für Stanzen habt. Bei Quadraten kann man sich das natürlich auch einfach ausrechnen. Aber ich wollte, dass das Herz ungefähr in der Mitte ist, dass man es dann aufmachen kann. So, dann kann ich das hier auch schon mal aufkleben. Ja. Und zwar einfach nur hier auf die Hälfte Kleber drauf. Also im Prinzip, wenn man einmal die Deko zusammen hat, geht es relativ fix. Wie immer ist das Problem der Dekoration, die man sich zusammensuchen muss. Das ist das, was irgendwie am längsten dauert. So. Und dann noch mein anderes Herz. Das wird hier innen reingeklebt, indem ich das einfach einmal hier drauf setze und dann kann ich mir das festhalten und rumklappen, wenn ich Kleber drauf habe. Dann müsste das genau passig sein. Dann habe ich kein Problem mit dem Ausmessen. So. Und dann kann ich dann hier den Gruß zur Hochzeit reinschreiben. Das ist mal ein bisschen was anderes mit der Falterei. Und dann habe ich mir hier noch ein bisschen Deko zurecht gemacht. Das hier ist übrigens auch das Hintergrundpapier hier von den Herzen. Aber da, wo keine Herzen waren, auf der anderen Seite sind Herzen. Da habe ich ein bisschen Ink. Grund zum Feiern, ist klar. Kann ich mir dann hier hinsetzen. Ich habe hier noch so eine Rose mit ein bisschen Watercolor-Effekten angemalt. Also mit Distress-Inks und normalen Stempelkissen. Und hier noch so ein bisschen an transparenten Blättern, die werde ich hier wahrscheinlich noch drunter kleben, dass noch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Ja, das mache ich jetzt eben. Dann gucke ich noch, wo ich die Halbperlen unterbringe oder ob ich sage, die brauche ich nicht. Und dann seht ihr das Ergebnis gleich. Das hier ist jetzt meine fertige Karte. Man sieht innen das Herz, kann man noch beschriften. Von außen ist nicht mehr so viel passiert, hat eben die Rose aufgeklebt. Das Spruchemblem und ein bisschen Deko drauf. Den Stempel hinten nicht vergessen, ganz wichtig, den vergesse ich nämlich irgendwie immer. Und ja, eigentlich ist die Karte für diesen lustigen Mechanismus oder für diesen hübschen Mechanismus, dass man was hat, was unten das verdeckt und oben genau die gleiche Größe hat, aus quadratisch, rund, Herz, Stern oder was auch immer für eine Form hat, ist dabei total nebensächlich. Man kann es oben schön dekorieren und unten hat man dann Platz für Schrift und Gruß und Herzchen oder was auch immer man verschenken möchte. Das ist auf alle Fälle meine Idee für heute und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ciao, ciao!